Ich zeige euch heute, wie ihr mit NovaSkin euer eigenes Texture Pack für Minecraft erstellen könnt. Zuerst gehen wir auf die Seite NovaSkin. Die habe ich euch auch unten in die Videobeschreibung gepackt. Ich habe auch ein Video über die gemacht, wie ihr einen eigenen Skin mit der Seite erstellt. Könnt ihr euch auch mal reinziehen. Auch unten in der Videobeschreibung. Aber wir gehen jetzt hier auf Ressourcenpack. Und dann sehen wir schon hier viele Sachen, zum Beispiel hier Entities, Blocks, Items, Armor. Und wenn wir jetzt mal hier auf Items klicken, sehen wir hier die ganzen Minecraft-Items, die es gibt. Man muss dazu sagen, es gibt nicht die neuesten Items, also zum Beispiel Deep Slate, die ganzen Sachen so. Die sind nicht drin, weil das ist für eine ältere Version von Minecraft gemacht. Also da ist nicht alles dabei, wo es in der neuesten Version von Minecraft gibt. Aber die Grundsachen, die sind halt drin. Auf jeden Fall können wir jetzt hier mal auf ein Item klicken. Und ihr seht schon, jetzt öffnet sich hier dieses Fenster. Und hier haben wir verschiedene Farben. Und damit können wir jetzt unsere Axt verschönern, wie wir wollen. Zum Beispiel können wir hier den Griff so schwarz machen. Ja gut, sieht jetzt hässlich aus. Oder wir können auch hier damit können wir so Linien ziehen und dann hat es so einen Übergang von einer zu einer anderen Farbe. Man kann auch hier die Farbe ändern. Zum Beispiel blau und rot ist auch ganz geil. Kann man auch mal machen. So, und dann ist es einfach so ein Übergang. Da könnt ihr jetzt eure Sachen so malen, wie ihr wollt. Wenn ihr jetzt aber keinen Bock habt, eure eigenen Sachen zu machen, dann geht in die Galerie und dann ist es so ähnlich. Also hier hat es auch ganz viele Sachen, die es auch davor gab. Aber hier ist der Unterschied. Wenn wir jetzt mal auf Brot klicken, dann seht ihr schon, hier haben wir ganz viele Vorlagen, die von anderen Leuten gemacht wurden, die wir benutzen können. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal hier die Pizza. Und wenn die uns gefällt, können wir jetzt auf Save to Project gehen. Oder hier unten auf Edit, das machen wir jetzt mal. Und dann kommen wir wieder hier in dieses Fenster, wo wir die Pizza oder euer Item halt, das ihr ausgesucht habt, ändern könnt. Und wenn ihr jetzt denkt, dass ihr das so gut findet, klickt ihr auf Save, Save Resources, hier drauf und dann auf Create New Project. Hier seht ihr die ganzen Sachen, die ich erstellt habt oder eure Sachen halt. Wir gehen jetzt auf neues Projekt. Das können wir irgendwie nennen. Keine Ahnung, wir nennen das jetzt einfach mal Pizza und klicken auf OK. Und dann gehen wir hier auf Replace, setzen den Haken und auf Save. So, und wenn ihr das jetzt gesaved habt, können wir hier auf Local gehen. Hier sehen wir auch unsere ganzen Texture Packs. Und dann klicken wir mal auf unser Texture Pack, das wir erstellt haben. Und dann sehen wir schon, ist hier unser Brot drin, ne? Also jetzt unsere neue Pizza. Und dann gehen wir auf Download Zip, da klicken wir drauf und gehen auch hier unten auf Speichern. Dann seht ihr hier oben schon, ist gespeichert. Und jetzt müssen wir in Minecraft reingehen. So, wenn wir jetzt in Minecraft drin sind, klicken wir hier unten auf Optionen, auf Ressourcenpakete. Und dann sehen wir, welche wir ausgewählt haben und welche wir haben, die nicht ausgewählt sind. Aber wir klicken jetzt hier unten auf Paketordner öffnen und dann zieht ihr einfach eure Datei, die ihr gerade runtergeladen habt, zieht ihr einfach jetzt in diesen Ordner rein. So, und das war's eigentlich jetzt schon. Wenn wir jetzt wieder in Minecraft reingehen, dann sehen wir schon, hier steht hier pizza.zip. Und die können wir jetzt aktivieren, klicken auf Ja und dann seht ihr schon, haben wir dich hier ausgewählt. Ja, und so einfach geht es auch, euer eigenes Texture Pack zu erstellen. Falls euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst gerne ein Like da. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video und ciao.